Wer wird beim Ostereierpacken Erster? Eine Frage, die wir Ihnen nicht wirklich beantworten können. Aber wir können Ihnen zeigen, wie Sie Ostereier nachhaltig färben. In unserem Beitrag zeigt Ihnen Foodbloggerin Anke Eder, wie einfach Sie Ostereier mit Farben aus Obst und Gemüse selbst einfärben können. Wenn die Temperaturen im Frühling wieder wärmer und die Tage heller werden, legen die Hennen wieder fleißig Eier. Biologische Freilandhaltung ist die optimale Haltungsform. Die Hühner bekommen biologisches Futter zu fressen, haben genügend Platz im Stall und die Möglichkeit, im Freien zu scharen, zu picken oder ein Sandbad zu nehmen. Für das Osterfest hole ich meine Eier direkt aus dem Garten, von unseren glücklichen Biohühnern. Für meine selbstgemachten Ostereier verwende ich natürliche Farbstoffe aus dem Gewürz Kurkuma. Getrocknete Heidelbeeren habe ich aus dem Reformhaus und rote Rüben, die jetzt in Saison sind. Zuerst koche ich das Wasser im Wasserkocher heiß. Der Wasserkocher erhitzt das Wasser schnell und energiesparend. Das heiße Wasser gebe ich in einen Topf, füge die geschnittenen roten Rüben hinzu und lasse das Ganze ungefähr eine halbe Stunde lang auf mittlerer Stufe mit Deckel köcheln. Abschließend lasse ich den Farbsud ziehen und abkühlen. In der Zwischenzeit koche ich die Eier. Ich verwende dafür einen Dampfgarkochtopf. Sie können aber natürlich auch einen normalen Kochtopf unbedingt mit Deckel verwenden. Die Eier kommen hier in das Gefäß, Deckel drauf und die werden jetzt rund 10 Minuten bei 90 Grad gekocht. Wenn die Eier fertig gekocht sind, schrecke ich sie mit kaltem Wasser ab. Dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Reinigen Sie die Eier mit Essig, so hält die Farbe besser. Und jetzt geht's ans Eierfärben. Ist der Farbsud abgekühlt, seihe ich die Zutaten ab, gebe etwas Essig hinzu und fülle die Farbe in Schüsseln. Die vorbereiteten Eier gebe ich hinein. Je länger die Eier im kalten Farbbad liegen, umso intensiver wird die Farbe. Die fertigen Eier lasse ich trocknen. Zum Abschluss werden sie mit einem ölgetränkten Tuch auf Hochglanz poliert. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterfest und viel Spaß beim Eierbäcken.